Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. Oh, das ist gerade aus dem Minikit. Ja, wir befinden uns gerade hier auf der Starkiller Basis und müssen gerade hier mit Chewbacca und Han Solo einen Weg reinfinden. Und jawohl, die zweite Fahne. Ja moin. Mal ein bisschen Münzen einsammeln und dann haben wir auch gleich schon den Wagen Jedi geschafft. Oh, vielleicht soll ich auch noch dran kurbeln. Geht auch Messer Giftstoff weg? Ja, super. Ah, und hier kommen wir wieder hoch. Perfekt. So, weiter geht's. Schön geduckt halten. Was ist das hier? Alles klar. Und löst diesmal bitte keine Lawine aus. Okay, ich bemühe mich. Ja, eine Menge zum Puzzeln. Oh, ein kleiner Fighter. Wird es wahrscheinlich jetzt abgeschossen, ne? Nee. Nice, der macht das so. Nice, der Mariedi ist auch am Start. Jetzt können wir hier hochgehen. Wenn uns das Geschütz nicht sieht. Super. Ja, kommen wir mit dem gar nicht ran. Oh, vielleicht sollte ich einen anderen. Wir finden schon einen Weg für dich. Ach, Joey. Der muss auch noch hier rüber. Gut, dass wir einen Solo genommen haben, weil dann können wir nämlich direkt hier scannen. Hä, wo muss ich denn? Ach, da oben. Ah, okay. Super. Da können wir reinschießen. Und das Teil? Nee, stopp, falsch. Zurück. Achso, erstmal kurz warten. Das ist absolut sicher. Ja, ich sehe es. Ja, die können ja so darüber klettern, oder? Und wenn nicht, kannst du dich nicht lange beschweren. Na, die kommen ja so rüber. Wo haben die gerade geredet? Es kann sein, dass hier die vierte Fahne drunter ist. Leider. Naja, egal, wir haben jetzt. Achso, ich muss den auch noch spielen. Wir haben jetzt drei Fahnen aufgestellt. Naja, mal sehen. Strom ist weg. Ja, Chewbacca. Kann da bestimmt mal eine Bombe hin. Er löscht das mal das Feuer. Das ist reine Muskelkraft. Oh, hat ihm gerade die Arme rausgerissen. Diese Entlüftungsöffnung in der Mitte ist unser Weg hinein. Wenn wir sie öffnen können, sind diese Ketten da oben damit verbunden? Oh, das ist die vierte Fahne. Na, Alter, wir haben jetzt schon vier Minikits. Boah. Das ist echt ein richtig gutes Level. So, hier ist noch ein blauer. So, und er meinte. Nee. Wie kommen wir da jetzt ran? Da oben sind auf jeden Fall zwei blaue Steine. Ah, hier kommen wir durch. Perfekt. Okay, können wir auf den beiden Seiten noch was hinbauen. Wahrscheinlich. Oh, hat den das als Trampolin? Jawohl. Und dann können wir das da runterziehen. Wir werden bei
beide gleichzeitig ziehen müssen, um es anheben zu können. Das heißt, ich muss... Warte. Ihn muss ich da hoch schleudern. Und da muss ich Han Solo nehmen, das kaputt hauen und auf die andere Seite machen. Halt ich mal fest, Finn. Das kann noch ein bisschen dauern. So, hier kriegt man auch echt Unmengen Steine. Das ist, glaube ich, so ein Level hier so, wenn man komplett verzweifelt ist. Wofür ist diese Abflussrinne eigentlich? Vergiss es. Hab's schon erraten. Ich hoffe nur, es ist kein Dianoga da unten. Das ist eine Anspielung. Auf Teil 4. Waffe aufgeladen in 15 Minuten, Sir. Was war dein Job, als du hier warst? Sanitärdienst. Sanitärdienst? Woher weißt du dann, wie man die Schilde abschaltet? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um Ray zu retten. Eine Menge Leute verlassen sich auf uns. Die ganze Galaxis verlässt sich auf uns. Solo, wir kriegen das schon hin. Wir nutzen die Macht. So funktioniert das mit der Macht. Diese Unterhaltung. Bist du nicht ein bisschen klein für die Sturmtruppe? Die Schilde. Habe ich schon drüber nachgedacht. Gut, weiter geht's. Ja, und hier ist natürlich viel mit Macht. Also, mein Problem mit diesen Uniformen ist, dass sie es wirklich schwer machen zu wissen, wer wer ist, weil wir unsere Gesichter nicht sehen können. Ich wollte deshalb einfach einen Hut auf meinem Helm tragen, aber dieser Stiefel... Ich denke auch hier, die können sich hier mit Karate-Tricks wehren, oder was? Hä? Die Wand da oben ist sehr dünn. Ich könnte einen Durchgang in die Kasse anschneiden. Achso, da oben müssen wir also hoch. Das... Hier links können wir was basteln. Ja, da brauchen wir BB-8. Haben wir nicht. Was gibt's noch? Ah, hier können wir die Wand aufreißen. Da immer mal was wir machen können. Sinnlos. Von hier aus komme ich nicht ran. Wir brauchen einen Aufzug oder sowas. Wir müssen das mal... Moment, Chewbacca. Das muss ja kurz kaputt gemacht werden. Das wäre erstmal hier. Nee, oder? Nee, das ergibt keinen Sinn. Warte mal nochmal zurück. Da muss Chewbacca wieder runter. Da muss nämlich Finn dran. Genau, er hängt da jetzt dran. Das heißt, dann das wieder abbauen. Und hier hinbauen, damit Chewbacca ihn dann hochziehen kann. Das ergibt mehr Sinn. Oh, das war blöd. Oder? Bringt das jetzt? Jawohl. Warum? Oh, nein. Warum hat er denn sich jetzt fallen gelassen, der Wichser? Also nochmal zurück. So, wir nehmen wieder Finn. Puzzeln das da rüber. Stellen uns hier drauf. Komm, Han, machen es nach oben. So, jetzt wieder abbauen. Da dran, Chewbacca, zieh da mal dran. So. Wir fahren rüber. Ah, ich muss hier rüber. Okay, ich hab's. Ich hab gerade den Fall nach oben gerückt und dann bin ich wahrscheinlich am nach oben fahren gewesen. Obwohl ich hätte nach links springen müssen. Gut, egal. Oh, alles Sixpack. War glaube ich sonst nie so. Ja, hier kann man richtig Lego-Steine sammeln. Gibt's irgendwie was, wenn ich was kaputt mache? Vielleicht ein Minikit oder so? Boah, Alter. Das Level ist echt... Warte mal. Vielleicht kriegen wir ja... Wir haben jetzt 76.000. Vielleicht kriegen wir noch die 100.000 voll. Dann können wir... Sind wir schon... Ach nee, 1 Million war das, ne? Auf jeden Fall kommen wir denn unserem roten Stein noch ein bisschen näher.
die auf jeden Fall hilfreich sein könnte. Boah, nice. So ein Pool, wäre jetzt schon ganz cool. Erstmal ein paar Hüpfübungen machen. Solange kein Geld mehr rauskommt. Kommt jetzt die ganze Zeit da Geld raus, oder was? Ne, das war's. Okay, kommt nur eine bestimmte Anzahl von Geld raus. Und hier kriegen wir wahrscheinlich unseren Helm. Jawohl, um dann da unten das aufzumachen. Dann gib mir den Helm. Erstmal gucken, wie das mit Leia aussieht. Oh, schick. Okay, jetzt den richtigen Helm. Super. Hier ist noch Geld. Kann ich das nicht benutzen? Doch, es sind noch Puzzleteile. Hä? Was hat denn das jetzt gebracht? Ach so. Falls ich vielleicht meinen Helm verliere. Okay. Oder falls ich einen falschen Helm nehme. Na egal. Jetzt gehen wir hier durch. Erstmal die Klonen abstechen. Hier sind aber wieder so richtig viele Münzen. Was ist das? Sieht aus wie ein Eishockeytor. Ah, hier ist ein Riecht da vielleicht ein Minikit, wenn ich das dann da reinschieße? Jawohl. Okay, zwar kein Minikit, aber ein bisschen Geld. Junge, geil. Das ist cool. Oh. Ah, da kommt sie. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Egal. Stopp diesen Abschaum vom Widerstand. Ohoho. So, los geht's. Da oben ist wieder so ein Flieger. Schon um was zu holen. Bisschen Geld, ne? Jetzt mal ein bisschen was kaputt machen und dann gucken, was abgeht. Ja, Junge, wir kriegen richtig das Money. Vor allem, weil der uns das alles hier selber kaputt macht. Da kommen wir nicht durch. Schade. Ach, wahrscheinlich müssen wir da mit Macht des Rohr... Egal. Ich habe den Stelleimerkopf auf der Linken nicht. Seine Deckung ist zu gut. Und 3, 2, 1. Tschüss. Oh, jetzt müssen wir 12 Sturmtruppler abschießen. Die Brücke zerstören, okay. Das Level macht richtig Spaß. Ohne Witz. Super. Dass man so andere Wege hat, man könnte abschießen oder so, man kann auch hier einfach. Das brauche ich gerade nur ein Solo. Einmal rüber, zack. Und einmal scannen. Da muss bestimmt wieder Sprengstoff rein. Ah ne, da können wir auch. Okay. Finn, wo ist er? Und ziehen, 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 ziehen. Das kann noch ein goldener werden, Jungs. Ich sehe das schon. Das... Oh, nice. Das war sogar... Alter, da gibt es sogar richtig heftig blaue Steine. Ja, okay, das ist natürlich geil.
erstmal ein Laserschwert rausziehen. Was ist das hier für eine komische Barrikade? Vier Mausdruiden. Und wir haben die 100. 1000. Erstmal noch ein bisschen mehr einsammeln hier. Das bringt uns ja nur noch nach vorne. 105.000. Und immer näher an unser Ziel, den roten Stein zu bekommen. Ja, siehst du erstmal auf WhatsApp. Sagt, dass ihr so gute Freunde seid, Finn. Vernichtet sie! Kann ich sie eigentlich auch abknallen? Und die deckt sich da natürlich immer. Okay, ich kann auch Bomben hochschmeißen. Hier irgendwie so down? Ja, da kann ich. Okay, da kann ich das reinschmeißen. Er hat locker mehr als ein Leben. Ihr seid schon zu spät. Ihr könnt die Starkiller nicht aufhalten. Klar können wir das. Sollen die Dinger hier abknallen? So, jetzt müssen wir das wieder freischießen. Und dann macht sie gleich da irgendwie ihr Ding. Und da kommt hier eine Bombe rein. Hey, Chewie, hier ist deine Chance. Perfekt. Ach, Phasma heißt sie. So, was geht jetzt? Alter. Boah. Aber ihr gehört mir. Ach so, du schießt nur einmal. Ich dachte, die hat so. Komme ich da jetzt ran an die? Ah, jetzt. Komm, komm schnell. Ah, fuck. Okay. Lass mal warten jetzt. Der weg. Der weg. Okay, noch einer. Komm, fass hoch. Okay, eine schießt du noch, das war klar. Oh, nice. Man Rakete trifft. Alter, man kriegt so viel Geld jetzt. Boah. Jetzt. Super. Geil. Sparka regelt das. Mein Name ist Finn und ich habe jetzt das Sagen. Ich habe das Sagen, Phasma. Tun Sie's. Ihr könnt nicht so dumm sein und glauben, das wäre leicht. Nein, falsch. Soll ich in den Eimer vom Kopf pusten? Schilde abschalten. Was machen wir? Gibt's hier einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Ja, die gibt's. Lasst mich los, das wagt ihr nicht. Zu gut. Oh, Level geschafft. Nice. Freispiel freigeschaltet. Goldenen Stein freigespielt. Sehr geil. Und, oh. Naja, es fehlt noch ein bisschen was. Ne? Aber egal. Oh, noch ein goldener Stein. Goldener Stein haben auch freigespielt. Und richtig viele Minikits. Man erkennt noch nicht, was es sein soll, aber na gut, egal. Das ist ein Schneespeeder. Schneespeeder der ersten Ordnung.
Das könnte ein Schneespeeder werden. R3A2. Okay, habe ich nicht gespielt, aber haben wir gerade bekommen. Super. Neues Level entdeckt. Ärger über Taul. Und Freunde, hier erstmal. Bis zum nächsten Mal. Einen neuen schönen Tag. Und rein. Ciao.